Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore, Lieden, kleine Preise, ganz groß und jetzt noch größer und noch größer. Vor exakt einem Jahr, am 25.09.2017, hatte der Magistrat in der Stadtverordnetenversammlung einen ganz ähnlichen Antrag vorgelegt. Damals wurde von den Mehrheiten hier zugestimmt, dass Lidl in der Kohlenstraße die Verkaufsfläche verdoppeln darf. Wir haben damals schon auf die Gefahren hingewiesen und inzwischen haben sich auch der Ortsbeirat Wehlheim und Anwohner gegen die Erweiterung dort ausgesprochen. Martin Schiller, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands, sprach vor kurzem in der HNA gar von einem Sündenfall. Sie wissen, dass wir als Linke normalerweise nicht unbedingt auf der Seite der Einzelhandelskonzerne stehen. Zu prekär sind die Arbeitsbedingungen, zu sehr wird der Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen, die sich heute krank schuften, um morgen in der Altersarmut zu landen. In diesem Punkt jedoch teilen wir die Auffassung. Martin Schiller warnte Anfang September die Kasseler Politik davor, dass mit der Genehmigung zur Erweiterung die nächsten Discounter in den Startlöchern stehen werden. Dies steht dem Ziel der wohnortnahen Nahversorgung entgegen. Und heute, keine drei Wochen später, steht die nächste Lidl-Erweiterung an. Lidl will in der Frankfurter Straße die Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern auf 1265 Quadratmeter erweitern. Und normalerweise haben wir als Kommunalpolitiker ja oft das Problem, dass wir falsche Entwicklungen zwar sehen, beobachten, auch kritisieren, aber auf die Hände gebunden sind, was wir dagegen machen können, weil andere Ebenen dafür zuständig sind oder weil es sich um private Vermieter handelt. Aber genau in diesem Fall ist es anders. Hier hätten wir genau die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Die Erweiterung wäre laut Flächennutzungsplan so gar nicht möglich. Wir könnten also sagen, das wollen wir nicht und wir müssen nicht mal etwas dafür tun. Doch was wird stattdessen mit diesem Aufstellungsbeschluss, über den wir heute abstimmen, getan? Es wird extra ein Sondergebiet ausgewiesen und damit die Erweiterung ermöglicht. Mit diesem Antrag wird aktives Planungsrecht geschaffen. Und warum? Weil Lidl das will, weil der Markt es fordert, heißt es. Das ist keine Stadtplanung, die verschiedene Interessen abwägt, die Nahversorgung stärkt. Das ist Stadtpolitik, die einseitig für den Unternehmen dient. Und nach Lidl wird der nächste Discounter kommen. Statt den Weg freizumachen, damit Flächen sinnlos zugebaut werden, sollten wir viel eher darüber nachdenken, wie wir Raum zurückgewinnen, sei es für Wohnraum, sei es für öffentliche Plätze oder sei es auch zur Entsiedelung, gerade angesichts der Klimakatastrophe. Was Sie heute hier abstimmen, ist keine ökologische oder sozialverträgliche Stadtplanung. Wir als Linke machen dabei nicht mit und lehnen auch diesmal die Verkaufsflächenerweiterung für die